Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wir haben in der letzten Folge hier den Monsieur Trottoir davon überzeugt, dass Murabsal echt ist und haben ihm die erste Steinscheibe abgenommen. Ich glaube, wir wollten nach Algerien, um zu schauen, wie es da jetzt weitergeht. Ich lege besser die Taschenlampe zurück. Warum? Nimm die doch einfach mit, das ist doch egal. Ich lege besser das Laken zurück. Nein, nimm das doch mit, das juckt doch eh keinen in dem Hotelzimmer. Naja, egal. So, wir fahren mal mit dem Taxi zum Flughafen. Und von da aus geht es nach Algier. Wir waren ja schon mal da, aber ich glaube, hier geht es jetzt weiter. Ich weiß nur gar nicht mehr genau wie. Ich muss echt, also ich habe es, wie gesagt, ich habe das ja schon mal gespielt. Geht so, wir laufen mal wieder darüber, aber ich habe gerade so ein bisschen auch den Anschluss verpasst. Ich habe zwar die letzte Folge noch mal geguckt, aber ich glaube, hier hinten in dem Hinterhof, da war ja der Antiquitätenhändler. Gucken, vielleicht irgendwas wollten wir mit dem. Ich weiß nicht mehr was. Ich schau mal ganz kurz. Entschuldigen Sie nochmals. Ja. Ich bin sehr an Atlantis interessiert. Und ich brauche wirklich einen Grund, um sie ernst zu nehmen. Okay. Ich habe da diesen Stein. Stein, sagen Sie. Lassen Sie mich den Stein sehen. Ich bin mir nicht sicher, dass ich Ihnen trauen kann. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Ja, okay, das war jetzt irgendwie nix. Also nochmal mit dem Reden. So, entschuldigen Sie nochmals. Ja, lalalala. Ja. Ich bin sehr an Atlantis interessiert. Ja. Ja, wir wissen, dass du einen Grund brauchst, um uns ernst zu nehmen. Ich habe diesen Stein. Ja, den Stein, sage ich. Okay, dann zeigen wir ihm jetzt mal den Stein. Hier, schauen Sie ruhig. Ah, ein Sonnenstein, wenn ich mich alles täuscht. Und ein höchst seltener Fund. Dr. Jones. Woher wissen Sie, wer ich bin? Ja, woher? Meine liebe Miss Hepburn, wenn man Oma Al-Jabbar ist, dann weiß man sowas. Dann sind Sie Al-Jabbar? Ja, ein einfacher Händler. Händler für Kleinigkeiten und Seltenheiten. Zu Ihren Diensten. Kommen wir zum Geschäft, ja? Was wissen Sie über Atlantis? Ja, erzählen Sie. Nun, irgendwo tief in den Atlasbergen ist eine recht alte Ausgrabungsstätte. Ich bin überzeugt, dass dort die Reste eines atlantischen Vorposten zu finden sind. Okay, so, wessen Ausgrabung ist das? Was macht Sie sicher, dass es atlantisch ist? Wo genau ist das? Na gut, wir fragen ihn einfach mal aus. Und dann schauen wir mal, was es so an Infos gibt. Europäer, Deutsche, um genau zu sein. Oh je, das lässt ja schon böse ahnen. Da wird wieder Nazi-Deutschland vor uns da gewesen sein. Wie in die. Also, das ist ja nicht so, dass das Indien nicht schon mal passiert wäre. Zweimal. Was macht Sie sicher, dass es atlantisch ist? Von Zeit zu Zeit tauchen die Lumpen hier auf, um mir Dinge zu verkaufen, die sie von dort gestohlen haben. Die Muster sind unverkennbar. Wo genau ist das? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich weiß genug, um diese grobe Karte zu zeichnen. Aber sie ist wirklich nur grob. Das Problem ist, dass die Wüste kein Ort für einen zivilisierten Menschen wie mich ist. Wir gehen. Wir gehen? Ich bewundere Ihren Mut, aber Sie werden die Wüste nie überleben. Geben Sie auf, solange Sie noch Leben vor sich haben.
Es wirkt ja schon fast so, als, also es wirkt ja tatsächlich so, als will der uns davon abbringen, dass wir in die Wüste gehen, aber wir geben niemals auf. Nun dann, dann soll Allahs Wille geschehen. Ich leihe Ihnen meine Karte. Und ein paar meiner besten Kamele. Na, immerhin. Immerhin schon mal ganz freundlich. Er leiht uns ein paar Kanäle. Kamele, er leiht uns ein paar YouTube-Kanäle, damit wir mehr Views bekommen. Nein, also er leiht uns Kamele, damit wir in die Wüste kommen. Zur Ausgrabung. Einige Minuten später. Na, da wird doch jetzt irgendwas passieren. Er kommt zurück. Einige Stunden später. Wir kommen zurück. Was? Moment. Wir wollten noch in die Wüste zu der Ausgrabungsstätte. Sie sind zurück. Und am Leben. Sagen Sie mir, wie war die Reise? So, ja, außer dass die Kamele nach einer Meile verreckten. So eine Schande, das waren meine letzten beiden Kamele. Vielleicht kann ich das wieder gut machen. Haben Sie noch die Maske, die ich Ihnen gab? Nein, ich habe sie in der Wüste verloren. Das ist schade. Ich hätte sie gegen etwas anderes eingetauscht. Was will der uns denn anderes geben aus seinem... Okay, wir müssen, glaube ich, mit... Entschuldigen Sie mal sehr. Ich glaube, wir müssen ihm die Maske irgendwie andrehen. Irgendwas will er uns geben, aber ich weiß natürlich noch nicht was. Also, kann ich meine Maske eintauschen? Ich dachte, Sie haben sie verloren. Ja, Ich habe die in meiner anderen Hose wiedergefunden. Wie gut für uns beide. Nun zu diesem Handel. Haben Sie etwas Bestimmtes im Auge? Machen Sie ein Angebot. Nun, wie wäre es mit diesem Baseball? Er wurde von einem gewissen Lou Gehrig signiert. Was wollen wir denn mit einem Baseball? Nee, ich frage ihn mal, was es denn sonst noch so gibt. Gucken wir mal. Wie wäre es hier mit dieser Voodoo-Puppe? Sie wurde aus Holz vom Schwarzwald geschnitzt. Nein, ich will keine Voodoo-Puppe aus Holz aus dem Schwarzwald. So, was bietet er uns denn noch an? Diesen kleinen roten Wagen? Der gehört einmal Rudyard Kipling. Wer zur Hölle ist Rudyard Kipling? Nein, will ich auch nicht. Jetzt gib uns doch mal irgendwas Sinnvolles, diesem gelben Jojo. Warum sollte eine arabische Prinzessin ein gelbes Jojo bemalen? Nee, ich behalte lieber das, was ich habe, ganz ehrlich. Wie Sie wünschen, Effendi. Nee, das war jetzt irgendwie nicht zielführend. Ich rede nochmal mit dem, es muss doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben. So, ich tausche meine Maske ein, ja. Nein, wir haben sie nicht verloren, das haben wir dir eben schon gesagt. Was haben wir denn da? Wir haben sie in einem der Kamele gefunden. Der glaubte uns anscheinend auch alles, was wir ihm erzählen. Ist ihm auch egal. Er will irgendwie... Ja, zu dem Handel... ich glaube, ich muss irgendwas finden, was wir haben wollen. Kann das sein? Das gelbe Jojo. Ich frage ihn nochmal, ob es nicht noch irgendwas anderes gibt. Ja. Diesen wunderbaren weißen Spazierstock. Er wurde mal von Queen Victoria berührt.
Nee, ich behalte erstmal das, was ich habe. Ich gucke mich jetzt nochmal hier im Laden um und dann schaue ich mal, was man denn hier noch so machen. Also so, wir schauen uns das mal an. Das sieht alles ziemlich wertlos aus. Ganz große Pötte. Noch mehr Pötte. Hat der nicht irgendwas Interessantes hier? Also so irgendwas? Poster. Was ist denn das für ein Poster? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier steht, trinkt Elliots Rosenwasser in Arabisch. Nee, das bringt uns, glaube ich, auch nicht weiter. Gucken, vielleicht hat ja Sophia was dazu zu sagen. Was ist? Ist dir warm genug? Es wird wesentlich heißer, wenn die Deutschen Atlantis finden. Von allen Läden in Algerien mussten wir in diesen stolpern. Uns bleibt immer noch Island, Indy. Island? Was ist in Island? Pötte, Sophia? Also hier ist tatsächlich nichts, nada, niente. Können wir noch nach Island? Da muss ich jetzt mal gerade gucken. Ob wir irgendwie nach Island kommen. Also ich weiß es nicht. Gehen mal hier weiter und gehen nochmal zum Flughafen. Wir gehen den langen, staubigen Weg zum... Nee, ich kann nicht. Also es muss irgendwo hier in Algier weitergehen. So, wir schauen uns mal die Karte an. Die einzige Markierung darauf ist ein großes X. Naja, wie gut, dass er mal gesagt hat, noch nie hat ein X irgendwo irgendeinen Punkt markiert. Mit denen hatten wir schon mal geredet. Was ist denn hier auf dem Dach? Ich war da noch. Ich glaube, ich war hier noch nicht. Ah. Wir reden mal mit dem Ballonbesitzer. Hallo da. Wenn Sie eine Karte haben, können Sie fahren. Wenn nicht, dann nicht. Gib Karte an Ballonbesitzer. Das ist keine Fahrkarte. Ja, wo kriegen wir denn eine Fahrkarte her? Okay, Ach so, eine Fahrkarte. Wo kriegen wir eine... Wir bräuchten eine Fahrkarte für den Ballon. Wo kriegen wir... Jetzt die große Frage, wo kriegen wir die her? Also wir haben die Maske, wir haben den Sonnenstein, die Karte, das Messer. Vielleicht kriegen wir ja von Omar irgendwie eine Fahrkarte für den Ballon. Ich probiere das mal aus. Mal gucken, ob wir da irgendwas kriegen. Ich wüsste sonst auch nicht, wo wir hier eine Fahrkarte herkriegen sollten. Hier ist ja kein Fahrkartenschalter oder sowas. So, rede mit Omar. Ich möchte meine Maske eintauschen. Ja, nein, wir haben sie nicht verloren. Wir haben versucht, sie Trottier zu geben. So, können wir dem jetzt vielleicht... Nein, der soll kein Angebot machen. Jetzt will er uns wieder ein Jojo oder sowas verkaufen. Diesen wunderbaren weißen Spazierstock. Ja... Nee, was gibt's denn noch? Vielleicht muss man jetzt nochmal mit ihm reden, dass jetzt... dieser starken Sonnenbrille. Nein. Damit kann ein Mann direkt in die Sonne sehen. Nein. Nicht ganz, was ich suche. Alternativen. Ah, wir haben jetzt auf jeden Fall mal einen anderen Text. Wie wäre es hiermit? Diesem schönen roten Fes. Kein Gentleman sollte uneingesehen werden. Ich nehme den Fes. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt... Ich wette, ich kann jetzt auch den Fes wahrscheinlich wieder eintauschen. Jetzt haben wir einen Fes. Das ist gar kein echter Fes. Das ist nur ein Papierhut. Der wollte uns bescheißen. Den kriegt er direkt wieder zurück. Ich möchte meinen Fes eintauschen. Ja, irgendwo müssen...
diesem antiken Spuknapf. Ich will irgendwas Sinnvolles haben. Ich nehme den jetzt einfach, egal. Also wir können das ja immer wieder eintauschen. Ich nehme den jetzt erstmal und dann... Ich bin gerade ratlos. So, jetzt haben wir hier diesen antiken Spucknapf. Was ist das? Uax, der wurde vor kurzem erst benutzt. Können wir nicht irgendwie Riesenpötte Urnen? Vielleicht hier noch kleine Pötte. Pötte. Ja, hier ist ja echt nichts. Sieht alles ziemlich wertlos aus. Ganz große Pötte. Das Poster haben wir auch schon. Ich gehe vielleicht nochmal zurück. Ich rede nochmal mit dem Händler. Vielleicht verkauft uns der Händler ja die Tickets. Also ich wüsste nicht, wo man die sonst herbekommen sollte. Entschuldigen Sie. Ja. Ich würde noch etwas anderes anbieten. Ah, ich erinnere. So dunkle. Wie wäre es mit einer Taube gegen diesen Spucknapf? Ich bin untröstlich, Effendi, dass ich diesen Handel nicht eingehen kann. Okay, wir müssen raus. Obwohl Gelb ja eigentlich meine Lieblingsfarbe ist. Okay. Ich habe ein weiteres Angebot. Müssen wir jetzt echt immer bei Omar irgendwas holen? Oh Gott. Nee, den Sonnenstein geben wir ihm nicht. Nein, 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 nein. Den behalten wir schön. So, okay. Also, Gelb ist seine Lieblingsfarbe. Ich probiere das jetzt. Ich gucke jetzt, ob ich bei Omar irgendwas kriege, was wir dem Typ in die Hand drücken können, um dafür diese Taube zu bekommen. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was wir davon haben, aber wir probieren es einfach mal aus. Machen Sie... Ja, mach schon dein... etwas in Gelb, Bruder. Ah, jetzt nähern wir uns der ganzen Sache schon. Diesem gelben Schal. Ein gelber Schal hört sich doch nett an. Er ist etwas mitgenommen, aber sehr wärm. Moment, wir sind in Algier. Na ja, egal, wir probieren das mal aus. Vielleicht nimmt er ja den gelben Schal. Ich weiß zwar nicht, warum man in Algier einen gelben Schal tragen sollte, der einen wärmt, aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt. So, wir reden nochmal mit dem Händler. Mal gucken, was der uns jetzt so Schönes erzählt zu dem gelben Schal. So, wir haben hier noch was anderes für dich. Sie geben mir eine Taube, ich Ihnen einen gelben Schal. Okay, das will er auch nicht. Ja, obwohl Gelb ja meine Lieblingsfarbe ist wahrscheinlich, sagt er jetzt wieder. Aber die Farbe ist wirklich ansprechend. Okay, also der Schal war es auch nicht. Ist auch ganz klar, ich meine, was will man hier mit einem gelben Schal? So, mal gucken, was uns Oma noch Gelbes anbieten kann. So, was in Gelb auf jeden Fall. In anderen Farben geht nicht. Ja, noch etwas. Es dauert immer so lange. So. Dieser unbezahlbaren goldenen Gürtelschnalle, die ist nicht ein Geschenk von Königin Kleopatra. Ja, wir probieren das jetzt einfach aus. Die ist zwar gold und nicht gelb, aber... Vielleicht will er ja eine neue Gürtelschnalle haben für seinen... Was auch immer. Naja, zumindest sieht es so aus hier, als würde er hier so eine Art Gürtel tragen. Entschuldigen Sie. Ja. Ist mal wieder das Gleiche. Nee, der trägt keinen Gürtel. Ich glaube, der braucht auch keine Gürtelschnalle, wenn ich mir das so angucke. Eine goldene Gürtel. Sogar eine goldene.
Gib uns doch nochmal einen anderen Tipp außer Gelb. Naja, die Farbe ist wirklich ansprechend. Also, ich probiere das mal aus. Ich drück dir jetzt den Sonnenstein in die Hand. Ich bin da jetzt untröstlich, Effendi. Ich hab grad keinen Plan mehr, was wir mit dem noch machen sollen. Für was halten Sie mich denn? Bieten mir einen wertlosen Stein. Na, wenn der mal wüsste. Also die Gürtelschnalle war auch nichts. Naja gut, ich gehe mal zurück zu Omar und würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ciao.